hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von Microsoft Train Fever. Hier natürlich jetzt wieder bei Berlin Subway. Habe ich schon wieder Train Fever gesagt? Ich bin ein Held. Natürlich bei Microsoft Train Simulator, so dass wir das richtig stellen. In der Untersparte Berlin Subway. Ich habe ja gesagt, ich möchte hier die ganzen Züge mal so ein bisschen austesten. Gut, dadurch, dass wir jetzt ja hier eigentlich ja fast relativ alles durch haben, habe ich mir noch gedacht gehabt, okay, um jetzt das Ganze noch ein bisschen zu komplettieren, werden wir jetzt spontan einfach mal in das Game hüpfen. Und ich werde jetzt noch ein paar Züge durchtesten, die wir jetzt so noch nicht hatten. Und deswegen sage ich jetzt mal schnell, ich werde schnell Kurzstrecken machen und das in mehreren Absätzen machen, sage ich jetzt mal so. Also zum Beispiel jetzt von den A3L habe ich jetzt noch eine Version gedownloadet bekommen, ebenso aber auch von der Linie D. Vom Zug D, so. So, wir haben jetzt die U-Bahn-Linie 8, können aber auch die U2 nehmen, es führt alles relativ zum selben hinaus. So, Baureihe G, Steuerwagen, hier sehen wir das jetzt schön, BVG, Alexanderplatz, bla bla. Das sind halt eben die gedownloadeten Dinger, wirklich die alten Züge. Und da gibt es halt eben die Altversion, da gibt es davon auch die etwas neueren, sage ich jetzt mal, hier die 71er, gibt auch hier die 71er, die nostalgische Variante mit den mit diversen anderen Ausstattungen, dann haben aber auch noch in dem Fall jetzt zum Beispiel hier die Dora-Züge, die jetzt hier nicht bildlich dargestellt sind. Die 1 halt eben, wie gesagt, das ist klassisch, das ist die Dora-Variante, die wir jetzt in dem Add-on die Linie E auch hatten, und die zeige ich dann auch nochmal ganz kurz, dass man die auch mal von außen sieht, weil in die Linie D hatten wir nicht die Möglichkeit, die jetzt wirklich von außen zu sehen. Dann haben wir noch die Züge der Baureihe F79. Die werde ich jetzt nochmal kurz mit vorstellen. Ich glaube, die werde ich jetzt sogar in der Runde jetzt mal kurz im Vordergrund stellen. So wie halt eben die Serie F90. Ich muss mal kurz mal gucken. Vielleicht eventuell F... Da, oh, die Maastricht, Bodenstraße. Nein, da ist kein Bild dazu vorhanden. Macht aber nichts. Fangen wir direkt mit der F79 an. Erkunden wir die Strecke. Ich sag mal kurz halt eben von Pankow jetzt in Richtung Alexanderplatz. Oder meinetwegen, ich guck mal kurz nach, gibt es vielleicht eventuell eine Abkürzung irgendwo dazwischen? Nö. Dann fahren wir kurz ein Stück Teststrecke. Das haben wir kurz die F-Serie durch haben, F79 und 90. Dass wir die auch nochmal kurz gesehen haben, dass es die gibt. Denn alles andere haben wir ja schon im regulären Fahrgastbetrieb erprobt. Und bevor ich jetzt mit jedem Zug die ganze Strecke abklapper, wir haben ja bloß zwei, die U2 und die U8. Ich habe mich jetzt mal kurz auf die U2 gesetzt, ob das jetzt natürlich nur realistisch ist, glaube ich eher weniger, aber das macht nichts. Und das ist das, was ich mit den Shades so schön meinte, dass diese Züge grafisch in wunderbar gestaltet sind, also wirklich schön. Das ist direkt was man direkt eigentlich auf die Linie E setzen könnte, wenn man wollte, weil da passen sie wirklich auch gut hin. Und andererseits halt eben, wie gesagt, das ist genau der Knackpunkt, was ich meinte, wenn jetzt der Sonnenstand draußen anders steht, dann setzt er halt eben die Schattierung bei den Zügen ein bisschen anders, und dann sieht man das halt eben jetzt in der Variante, was zwar nicht ganz so schön ist, aber gut, mein Gott. So, das ist jetzt die Type F79. So, die Innenansicht da nochmal sehen Sie so. Wir bewegen dann vorwärts, ziehen die Feststellbremse los. Zug nah, zurückbleiben bitte. Und fahren dann direkt mal los, ein kurzes Stück, dass man das sieht. Problem ist halt eben nur, wenn man sie auf der Linie E fährt, kann man natürlich halt eben den Zug auch wieder außen nicht sehen. Ich überlege aber gerade, ob ich da überhaupt richtig bin. Wir fahren mal kurz ein Stück. Ich bin jetzt natürlich ein bisschen schneller, als das im Game natürlich erwünscht ist, ganz klar. Aber ich denke, das geht schon irgendwie. So, wir fahren gleich mal durch. Luxemburg. Ah, wir haben am Alex angefangen und fahren praktisch jetzt retour. Okay, dann fahre ich mit dem Zug aber gleich in einem raus und brauchst durch. Da kann man den Zug mal so ein bisschen sehen, das ist auch nicht so verkehrt. Dann grafisch, wie gesagt, von innen wunderbar, also sehr authentisch, auch um schon die moderne Variante, wie sie auf der U5 jetzt eigentlich unterwegs ist, mit diesen Display-Anzeigen oben da drin, diesen kleinen Mini-Fernsehern. Das ist echt schön gemacht.
sie fahren sich auch sehr schön. Also, wie gesagt, ich finde es leider nur schade, ich habe es noch nicht rausbekommen, wie man da jetzt eventuell Aufgaben überarbeiten tut, sage ich jetzt mal. Und dadurch natürlich dann die Züge für das nutzbar machen kann. Finde ich zwar schade, aber ich kann es leider Gottes auch nicht ändern. Es ist nun mal so. So, da fahren wir jetzt dann direkt durch den Tunnel durch. Luxemburg an. Ich werde jetzt hier nicht stehen bleiben, ich werde jetzt mal kurz bis auf die Außentrasse fahren, dass man den Zug von außen auch mal schön sieht, bei richtiger Beleuchtung. Ich denke, das kommt besser. Daran sehen wir eh schon, dass die Gleise nach oben jetzt aufwärts gehen. Wie gesagt, der Innenraum fahrerisch wunderbar gestaltet, da gibt es eigentlich nichts, was einem da fehlen könnte, sage ich jetzt mal. Beschleunigung ist ordentlich halt eben. Jetzt ist auch sehr schön. Und mir gefällt wirklich die Innengestaltung, gefällt mir wunderbar. Also, so, wir kommen an die Oberfläche. Jetzt können wir nochmal gucken, wie schaut der Zug aus. Ich habe jetzt den Halbzug gewählt gehabt, also einen Kurzzug eher. Weil ich mal denke, in dem Fall, dass das grafisch dann einfach auch gut kommt. Wir fahren dann direkt gleich durch, weil was soll man da jetzt viel umeinander tun? Genau, ein LKW um unseren schönen Blickwinkel, wunderbar, das gefällt mir total, da bin ich voll der Freund von. Ja, wie gesagt, so schauen sie aus halt eben. In dem Sinne, jetzt fahren sich wirklich wunderschön die Wagen. Also ich würde es empfehlen, setzt die Wagen ein auf dem Add-on, die Linie E, weil da passen sie wirklich wunderbar hin. Wenn man dann noch Alexanderplatz mit beschildert hat eben, hat man dann de facto den Verkehr kurz nach der Wende halt eben, weil, ich meine, ob sie jetzt in dem Zeitraum genau da eingesetzt wurden, weiß ich nicht. Also ich weiß es, also ich kann mich jetzt nicht mehr so genau daran erinnern, deswegen sage ich, okay, wenn man sich jetzt da irrt, ist das auch nicht schlimm. Denke mal, das tut nicht weh. Aber im Großen und Ganzen wirklich sehr, sehr schöne Züge, also wunderbar gehalten, da gibt es gar nichts. Oder eine schöne Perspektive vielleicht erwischen mit der Kamera, ja, zum Beispiel so. Also alles in allem wirklich in dem Punkte Form vollendete schöne Wagen. Also danke an Aerosoft bzw. an das Train Team Berlin, denn die haben die mir auf ihrer Homepage zur Verfügung gestellt. Wie gesagt, alles in allem wirklich wunderschöne Wagen von der Innenraumgestaltung her, allem pipapo, da gibt es wirklich nichts. Eigentlich bleibt da kein Wunsch offen, da geht es dann jetzt direkt dann wieder mit dem Zug ab unter die Erde. Aber so weit werden wir nicht gehen, deswegen sage ich Aufgabe beenden und zeige dann jetzt noch den F90-Zug her. Das sind diese Züge, was man kennt, von der Linie U7, sind sie recht bekannt halt eben. Da empfehle ich wirklich jedem, holt euch den U-Bahn-Simulator U-Bahn-Linie U7, der ist wirklich nicht schlecht. Vor allem ist das auch grafisch 1A perfekt gemacht, da kann man gar nichts sagen. So, wir werden jetzt von Ruhleben aus wegfahren, damit das auch nicht so eintönig, so eintönig ausschaut. So, F90. Ja, Alex und fertig. So. Alles U8, Alex? Ne, das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte da eigentlich die Beschilderung U2, aber das gibt's nicht. Segler. Egal, Alex und fertig. Hau rein. Das war den Zug, dass wir das auch mal gesehen haben. Dann habe ich mir noch, wie gesagt, in dem Fall noch jetzt dazu halt eben wirklich von der A3L-Version, also die ganzen Alt- und Neuzüge dazu geholt. Auch die nostalgischen mit diesen Alu-Leisten halt in dem Punkt, weil ich denke, die gehören im Spiel einfach dazu. So. Das ist er nun. Farbenfreundlich hell in dem Punkt, vor allem keine Schattierungen, das macht natürlich jetzt hier in dem Ding wunderbar Spaß. Also der ist auf der Linie U8 bestens geeignet, wer ihn mag. Ich rate ihn, besorgt ihn euch. Oben auch wieder halt eben, klar, die spätere Variante halt eben oben wieder mit Displayanzeige und so weiter. Fahrplan innen drin, allem drum und dran, die schönen Polstersitze, alles drum und dran. Die Türen sind jetzt nicht synchron geschaltet mit den Außenzügen, sodass man sieht, wie sich das alles bewegt. Innenraum ist sehr schön animiert, da gibt es nichts. Zurückbleiben bitte. Wie gesagt, die haben schon Außenschwenktüren. Das nochmal so am Rande noch dazu. Wir fahren jetzt wieder vom Alexanderplatz halt eben aus weg. Ich wollte eigentlich zwar von woanders wegfahren, aber mein Gott, wenn er nicht will, was soll's. Haben wir halt eben auch nochmal ein kurzes Stück als Probe. So, wir lösen die Feststellbremse und geben Gas. Wie gesagt, der Fahrraum ist wunderbar animiert, also es macht echt Spaß damit zu fahren. Ich empfehle knallhart, bindet euch diese Züge auf dem Addon Linie E in die Aufgabenbereiche mit rein.
Weil dann hat man wirklich was fürs Auge und vor allem, wenn man dann wirklich so durch die Linie eh so durch die Station so fährt und das dann alles so sieht, ich denke, das ist nicht verkehrt. Ich meine, wir haben jetzt im Vergleich zu den anderen Zügen wie auf die Linie eh keine wirkliche Seitenraussicht. Aber das ist jetzt nicht so schlimm, sage ich jetzt mal. Finde ich alles noch okay. Hier ist jetzt Klosterstraße irgendwie. Müsste jetzt dann irgendwann Rosa-Luxemburg-Platz mal kommen. Sonst kommen wir nämlich gar nicht mehr in die Oberfläche. Da schreit schon die Sicherheitsfahrschaltung. Junge, du bist zu schnell. Eklar. So, da kommen wir beim Märkischen Museum vorbei. Ich glaube, wir sind da ein bisschen sehr falsch. Ach, Dix, fahren wir noch eine Station durch und dann sind wir eh auch schon mit dem Zeigen soweit fertig. Ich glaube, das reicht dann auch schön. Wie gesagt, also der Innenraum wirklich sehr detailverliebt, ebenso auch der Führer. Also es ist nicht verkehrt. Ladet sie euch runter auf der Seite vom Aerosoft, die Homepage von Train Team Berlin. Da kann man sich die unter der Download-Rubrik, kann man unter U-Bahn ist direkt eine eigene Rubrik, da kann man sich die runterladen. Ebenso aber auch die Züge der Klasse, also der Bauserie A1 und A2 kann man sich da runterladen, erstellt von Nandi. Da kann man recht viel Spaß und viel Freude mit dran haben. Ich denke, das ist nicht so verkehrt. Also wenn man das macht, bereut man es glaube ich nicht. Gucken, wo wir dann demnächst noch ankommen werden. Wie gesagt, an dem Bahnhof, wo wir jetzt ankommen, werde ich dann auch stehen bleiben. So, wo kommen wir da raus? Spittelmarkt sind wir. So. Wie gesagt, alles in allem formvollendete schöne Züge sind wirklich schön erstellt, da gibt's nichts. Also wer die Klassiker der Linie U7, also wo man sie hauptsächlich eigentlich kennt hier, total mag und auch in seinem U-Bahn-Simulator mit drin haben möchte, darf natürlich darauf nicht verzichten. Die, da bin ich der Meinung, die sollten natürlich dann in keiner Sammlung dann fehlen, ist ganz klar. Für das sind sie wirklich also bestens geeignet, da gibt's nichts. Ich sehe gerade denselben Typen 5-mal auf dem Bahnsteig. Das passt natürlich optisch wunderbar. Aber gut. Ja, das ist es nun halt eben. Also so schaut die ganze Chose aus. In dem Punkte. Dann sage ich an der Stelle eben für das kurze Infovideo. Ich danke recht herzlich nochmal fürs Zuschauen. Zeige euch dann halt eben noch die Dora-Züge so. Ja, die Dora-Züge werde ich auch jetzt kurz dann nochmal vorstellen im nächsten Video. Und wie gesagt, bleibt mir treu. In den Punkte. Schaut weiterhin auf meinem Channel rein. Es gibt immer wieder Neuigkeiten zum Train Simulator. Da gibt es endlos viel Schöpfungspotenzial. Ebenso aber auch mit anderen Games wie World in Conflict. Der läuft ja da jetzt auch parallel zu. Das geht natürlich auch weiter, ist ganz klar. Train Fever werden wahrscheinlich auch noch ein, zwei Videos hinzukommen, je nachdem, wie sich da meine Projekte hin entwickeln. Und ja, wie gesagt, schaut euch den ganzen Spaß an. Wie gesagt, wenn es euch das Video gefällt, bitte ein Däumchen drunter mit dem Daumen nach oben, wäre ganz nett. Oder Kommentare wären auch immer schön. Teilt die Videos oder verlinkt sie, je nachdem, wie es euch beliebt. Ja, über ein Abo wäre ich auch nicht undankbar. Und ich sag mal jetzt in dem Sinne, tschüss, bis zur nächsten Episode, wenn es wieder heißt Let's Play Microsoft Train Simulator hier auf Kais Retro Games. Bis dann!